Die FAH ist um ein willkommenes Angebot reicher. Pflegebedürftigen Personen bietet die Tagespflege Leib und Seele ein rundum gut umsorgtes Miteinander. Einmal raus aus dem alltäglichen Trott und sich mit anderen treffen, klönen, aktiv sein und sich so richtig wohlfühlen. Alles, was dazu erforderlich ist, bietet Leib und Seele. Also auch an der Stelle, die Handwerker haben ganz tolle Arbeit gemacht. Das waren super Teams, ganz toll abgestimmt. Alle Schrauben sind fest. Wir haben nur ganz kleine Sachen, die noch gemacht werden müssen. Und dann kann es am Montag hier wirklich richtig gut losgehen. Hier geschieht etwas für Leib und Seele. Das heißt, Advertus wird in den nächsten Tagen hier eine Tagespflege eröffnen, die tatsächlich auch den Namen Leib und Seele tragen wird, weil wir nicht nur für das körperlich-pflegerische Wohl unserer Tagesgäste was tun möchten, sondern natürlich auch für das seelische. Super. Das Es ist uns auch ein großes Anliegen, das soziale Miteinander zu fördern. Und vor allem ist es uns ein großes Anliegen zu zeigen, dass Pflegebedürftigkeit vom Prinzip her natürlich nichts Schönes ist und keiner wünscht sich das. Dass es auf der anderen Seite aber auch um Gottes Willen nicht das Ende der Lebensfreude bedeuten muss. Und wir miteinander, ob pflegebedürftig oder nicht, auch Spaß und Lebensfreude haben können. Das heißt, ich stelle mir vor, dass wir hier auch eine Menge Spaß und Kurzweil miteinander haben werden. Ja, wir geben uns auch sehr viel Mühe bei der Einrichtung, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist, sich wohlzufühlen, da wo man einige Stunden des Tages verbringt. Ich will es mal fast eine Begegnungsstätte nennen für Menschen, die den Tag gemeinsam in Gesellschaft mit anderen verleben möchten. Das heißt, wir bieten einen Fahrdienst an, wir holen unsere Tagesgäste morgens zu Hause ab, servieren ein Frühstück oder machen miteinander ein Frühstück, je nachdem, wie man das möchte. Man kann natürlich auch mittun bei den Vorbereitungen, werden verschiedene Angebote den Tag über haben, bereiten gemeinsam ein Mittagessen zu, essen das frisch gekocht, haben dann sicherlich auch ein bisschen Mittagsruhe und noch weitere Angebote und am Nachmittag auch noch einen Nachmittagskaffee trinken, wonach dann unsere Tagesgäste wieder nach Hause gebracht werden oder auch selbstständig nach Hause gehen oder abgeholt werden von ihren Angehörigen. Zunächst mal ein herzliches Willkommen in unseren funkelnigelnagelneuen Räumen. Wir stehen hier heute auch nicht alleine, sondern haben uns sozusagen Wunschredner dazu geholt, von denen wir hoffen, dass sie auch ein paar Worte an Sie richten werden. Ich begrüße zum einen Herrn Werner Mühl, den Ortsamtsleiter unseres innig geliebten Stadtteils Pfarr, zu meiner fast Linken. Und ich begrüße Herrn Dr. Bronke zu meiner Rechten. Sie tun etwas Gutes für den Stadtteil. Das möchte ich Ihnen hier mal bestätigen, als Leiter des Ortsamtes. Wir haben im Stadtteil Pfarr sehr viele alte Menschen und die brauchen Pflege und möchten in ihrem Wohnumfeld bleiben können. Und da ist so eine Tagespflege genau das Richtige für unseren Stadtteil. Großer Freude, dass ich hier sein kann, und zwar aus drei Gründen. Das eine ist, natürlich ist es immer schön, wenn wieder eine neue Einrichtung, ein neues Angebot für ältere Menschen in unserer Stadt eröffnet wird. Unsere Altenpolitik funktioniert nach dem Motto, lieber zu Hause bleiben können, dass man auch mal Entlastungsmöglichkeiten hat als Angehörige. Und da sind Tagespflegen seit einiger Zeit ein ganz wichtiges Angebot, was Entlastungsangebot ist für Angehörige, aber auch den Gästen Aktivierung bringt, eine andere Umgebung bringt, Anregungen bringt, einen schönen Tag bringt. Der zweite Grund, worüber ich mich freue, ist, dass ich in der neuen Pfarr Nord stehe. Das ist nämlich ein Ortsteil, der manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und der dritte Grund, worum ich mich freue, und der letzte ist, dass hier ein Akteur da ist, der wirklich auf dem Stand der Fachlichkeit ist in der Altenpflege. Advertus setzt hier ein Signal, wenn Sie sich hier umgucken. Man merkt das so an Details. Große Fenster, enorm wichtig, um den Kontakt nach draußen zu haben, um gesehen zu werden, aber auch um zu sehen, was draußen passiert. Küche im Zentrum, man riecht hier wahrscheinlich eine Menge, wenn man sich hier tagsüber aufhält. Das macht Lust, selber mitzumachen. Werden Sie hier richtig kochen? Mhm. Werden wir tun. Jeden Tag zusammen mit vereinten Kräften gibt es hier frische Mahlzeiten, morgens, mittags und zum Nachmittagskaffee reichen wir noch Kuchen, alles frisch gemacht. Dann war das wirklich Generalprobe heute.
Das kann man sagen. Es war so eine Art Generalprobe. Wir haben also alles gut durchprobieren können, ob die Speisen rechtzeitig erwärmt sind, ob die Getränke gekühlt und rechtzeitig gereicht sind. Die Küche sieht aus, als könnte sie wirklich gut benutzt werden. Hat alles bestens geklappt. Alle Gäste haben uns ein positives Feedback gegeben. Und ich gehe davon aus, dass das nicht nur Höflichkeit war. Ich habe schon das Gefühl, dass es wirklich auch ernst gemeintes positives Feedback ist, ne? Mhm.